Im Skatepark am Stetten beim Jugendzentrum Atoll fand der jährliche Skate-Contest statt. Nach einer wetterbedingten Verschiebung Ende August waren eine Woche später perfekte Bedingungen für die Skaterinnen und Skater, um ihre Sprünge und Tricks herzuzeigen. Der Contest ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Also heute ist zum ersten Mal ein bisschen anders. Wir sind heute zweitägig und haben natürlich aufgrund dessen andere Sponsoren mit an Bord holen zu können. Und da ist unser Hauptsponsor, die Sparkasse am Stetten, natürlich ganz ein wichtiger Partner. Und auch Plutometo. Die sind unsere Hauptsponsoren und bei denen möchte ich mich total herzlich bedanken. Speziell auch beim Thomas Fasching von der Sparkasse am Stetten, weil der wirklich großes Interesse hat. Auch persönlich und weil es ihm taugt, dass diese Veranstaltung ein bisschen größer wird, ein bisschen mehr Reichweite erreicht. Ja, mittlerweile eine riesengroße Bedeutung. Das geht der Verein, das sagt jetzt blöder, weil es so ein neuer Sportart ist, hat aber schon voll lange Traditionen am Stetten. Und das Teilnehmerfeld beweist es auch, da sind wirklich Größen von ganz Österreich da und teilweise auch vom Ausland und es wird immer mehr. War auch der Grund, warum wir es heuer schon aufgeteilt haben auf zwei Tage und wir waren mutig genug. Wir haben auch im Vorjahr gemacht und wir hatten Glück. Es hat alles super hingehauen, es hat alles gut gepasst und wir werden auch nächstes Jahr wieder fortsetzen. Das Atoll macht ja ganz, ganz tolle Sachen und der Skater Contest wird total gut angenommen. Wie gesagt, man hat es auch voriges Jahr schon gesehen und heuer natürlich wieder eben durch das, dass 35 Teilnehmer sind, davon 5 Mädels, die wirklich echt voll gut abliefern. Skaten ist mittlerweile sogar eine olympische Disziplin. Natürlich braucht es dazu auch den perfekten Trainingsparcours. Der Amstettner Skatepark besteht zwar schon länger, doch baulich ist er up to date. Ja, der Skaterpark hat ja schon wirklich eine lange Geschichte hinter sich. Also 2009, 2010 ist er gestaltet worden mit Jugendlichen selber. Die haben die Rampen organisiert, die haben diese Eisengestelle gebaut. Ja. Und ist einfach ein sehr beliebter Platz für Skater und Skaterinnen in Amstetten. Und er ist im Zuge des Neubaus noch einmal saniert worden mit einer neuen Beplattung. Und seitdem ist das Einzugsgebiet von Fahrerinnen und Fahrern noch viel größer geworden. Teilweise kommen die Leute ja von Wien, von Wels, von Linz, um auf unserem Skatepark zu fahren und zu trainieren. Eine Jury bewertete die Leistung der Contest-Teilnehmer. Zu gewinnen gab es Preise im Wert von 2.500 Euro. Doch die Gewinne waren gar nicht das Wichtigste an diesem Tag. Das Schönste, wow, ist eine gute Frage. Ja, einfach, dass du umeinander kommst mit den Leuten, mit den Freunden zusammen etwas machst. Ein bisschen, wenn du was Neues lernst, was du lange geübt hast und dann endlich geschafft hast. Ja, das einfach mit den Freunden, weil es ist nicht ein Einzelsport und am Skater lerne ich auch viel leicht kennen und immer neue Leute dazu und das ist schon schön. Also ich habe viel ausprobiert, Fußball war ich nie der Fan von, Snowboarden schon. Und durch Snowboarden bin ich aufs Skateboarden gekommen und es macht mir einfach Spaß. Generell, ich bin sehr oft da und da wird jetzt sehr oft gesprochen, es dreht sich eigentlich das ganze Jahr nur um Skateboarden. Auch einfach, dass es keine Regeln gibt, also man braucht keinen Trainer, sondern man kann einfach die Tricks machen, auf die man Lust hat und ja. Die Skate-Community feierte einfach das internationale Treffen. Trotzdem sind die Jugendlichen nicht ohne Ehrgeiz. Die Trainingsmöglichkeiten wurden inzwischen schon erweitert. Ja, was mich ganz besonders freut, ist, dass sie einen Skateclub neu gegründet hat. Die haben ja für ihre Sportart jetzt auch immer den Platz da in Amstetten genutzt und haben jetzt zusätzlich auch im Mauer mit einem eigenen Platz für ihren Verein die Möglichkeit, auch den Sport tatsächlich auszuüben. Wir alle wissen, es ist olympisch geworden und wer weiß, vielleicht ist irgendwann einmal ein Olympiasieger aus Amstetten dabei.